Ja, was muss ein Mitarbeiter aus unserer Sicht mitbringen? Das Erste ist das Herz für Leidenschaft und Engagement muss er mitbringen, ganz klar. Auch das Interesse im Team zu arbeiten, füreinander zu arbeiten, sich für den Nächsten, für deinen Kollegen zu interessieren, ist mir ganz wichtig. Das Hirn steht natürlich für Kompetenz und Professionalität. Auch den Wunsch, sich weiterzuentwickeln, persönlich, beruflich, das ist uns ganz wichtig. Und natürlich die Hände, die Metapher, es nützt alles nichts, wenn wir sagen, wir haben viel zu tun, wir müssen es auch tun und anpacken. Dafür stehen die 3H und ich finde, das kann man mal ganz gut so mitgeben. Diese Studie hat der Professor Olesch heute Morgen schon einmal gezeigt. Und das ist etwas, was die ADU uns, mein Unternehmen, sehr, sehr stark gemacht hat, diese Förderung der Mitarbeiter, das Miteinander im Team zu arbeiten, sich füreinander zu interessieren, Feedback zu geben, auch mal die Courage zu haben, jemand zu sagen, das ist nicht gut gelaufen, hier müssen wir einfach besser werden. Das gehört auch zu der Unternehmenskultur. Und hier muss man deutlich sagen, mit diesen Daten könnten wir als Dienstleister im Gebäude- und Personalmanagement überhaupt nicht überleben. Da könnte ich Ende des Jahres das Unternehmen schließen. Die Studie, die ist renommiert, sagt aus, dass jeder fünfte Mitarbeiter, kann man sagen, keine Lust, heißt, der ist überhaupt emotional an dem Unternehmen überhaupt nicht gebunden. Die 68 sind passiv, das heißt, die machen Dienst nach Vorschrift, aber haben keine emotionale große Bindung und nur das laut Studie. Und hier kann ich wirklich für stehen als ADU und Sie haben ja die Erfolgsgeschichte gesehen, dass unsere Mitarbeiter, und da achten wir sehr drauf, dass wir engagierte, top engagierte Mitarbeiter finden, die auch unsere Philosophie sehr gerne mitgehen, die bereit sind, auch mal neue Wege zu gehen für unsere Kunden, auch aufgeschlossen sind für neue Konzepte. Und dieser, sage ich jetzt mal, Balken hier, engagiert, top engagiert, der muss bei uns im Unternehmen, geht der bei der Führungsmannschaft, erwarte ich da schon zwischen 80% und 90%, 100% sind immer gewünscht. Aber da gehen wir natürlich, da ist die Messlatte sehr hoch. Und mit, da mache ich auch persönlich keine Kompromisse, da muss man auch eine klare Linie gehen. Was das nochmal unterstützt, das Thema, die Einstellung macht es, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen dieses Move-Diagramm, also Bewegung, nochmal einmal am Lied gebracht zur Anschauung. Die Wirksamkeit steht letztendlich für den Erfolg eines Unternehmens und hier kann man nochmal sehen, durch die Methoden, Organisationen und auch Prozesse, die sind bei uns im Hause natürlich wie bei vielen anderen auch alle IT gesteuert und automatisiert. Das ist heutzutage aber nicht mehr keine Kunst, sondern das ist ein Standard aus meiner Sicht. Aber durch die Einstellung der Mitarbeiter, dass sich jeder für Qualität verantwortlich fühlt, das macht letztendlich das Unternehmen erfolgreich. Und hier sieht man nur nochmal, das geht dann Richtung 100% und dann ist man auch am Markt unschlagbar. Wir tun sehr viel für unsere Führungskräfte. Ich gebe in den ganzen Jahren sehr, sehr viel Geld aus, vom Benchmark gesehen, oft das Doppelte wie andere Unternehmen, um Führungskräfte einfach weiter zu fördern. Alle Führungskräfte bei uns zum Beispiel standardisiert, werden bei unterschiedlichen Bundesverbänden, wo wir aktiv sind, zu Kundenbetreuern und Servicemanagern weiterqualifiziert. Es gibt zusätzliche Trainings und Coachings und wichtig dabei ist letztendlich, dass das auch authentisch ist und dass sich die Führungskräfte mit meiner und mit der Unternehmensphilosophie identifizieren. Und das funktioniert bei uns hervorragend und das ist ein sehr, sehr gutes Invest und macht das Unternehmen, wie gesagt, wirklich sehr erfolgreich. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf die Ziele, die gehören mit zur Führung. Ich habe schon vor vielen Jahren die Zielkarte bei uns im Unternehmen eingeführt, die sogenannte Balance Scorecard. Und sonst wäre dieses Wachstum auch nicht möglich gewesen. Das ist für mich aus meiner Sicht eines der wichtigsten Führungsinstrumente, dass wir uns konzentriert einmal im Monat 2 bis 3 Stunden setzen wir uns auf den Führungsebenen zusammen und sprechen auch, wo standen wir, wo wollten wir hin, was haben wir erreicht und wie geht es letztendlich weiter. Und was auch ganz wichtig ist für diese Thematik, dass man auch mal hört, wie geht es eigentlich jemand, was ist los, was machen die Kinder, was macht die Familie. Da bleibt, muss man doch ehrlich sagen, in der Schnelllebigkeit oftmals keine Zeit. Und dieser Termin ist für uns ein Fixtermin, ein ganz fester Termin und ein hoher Bestandteil der Unternehmensphilosophie, sich regelmäßig einmal im Monat zu zweit oder in ihren Arbeitsgruppen zusammenzusetzen und einfach so eine Bestandsaufnahme mal zu machen. Dieses Ganze möchte ich mal als Kreislauf, meine Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht wundern, dass der Kunde hier an 4. Stelle steht. Das ist für mich allerdings ein Kreislauf.
die möchte ich hiermit nochmal deutlich machen. Wir wissen alle, der Kunde zahlt unsere alle Gehälter und bringt für uns und ist der Gradmesser letztendlich für unseren Erfolg. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, gerade im Dienstleistungssektor, dass erstmal die Vision greifen muss, dass ein Spaßfaktor dabei sein muss, dass eine super Unternehmenskultur, die Spaß macht, wo man sich mit identifiziert. Das ist der Erfolg. Und wenn die Mitarbeiter das erleben und mitpraktizieren, und dann schwappt das automatisch zum Kunden. Und das gibt letztendlich bei uns, muss man sagen, sehr, sehr gute Arbeitsergebnisse, eine sehr hohe Kundentreue. Wir werden weiter empfohlen. Und das zeigt nochmal, das Wachstum dieses Jahr zum Beispiel im Bereich Gebäudemanagement sind wir um 30% gewachsen, und die Personaldienste Zeitarbeit konnten wir dieses Jahr glatt verdoppeln. Und das spricht, dass dieses Invest, meine Damen und Herren, Unternehmenskultur kostet sehr viel persönliches Engagement, es kostet auch Zeit und Vorbildfunktion, aber es lässt sich wirklich darstellen, es macht viel Spaß, und wenn man ein Team hat, die da mitziehen, ist das für mich als Unternehmen auch ein hoher Spaßfaktor, so weiterzumachen und auch erfolgreich nach vorne zu schauen. Damit komme ich auch zu meinen Zielen und Visionen der ADU für die nächsten 5 Jahre. Wir wollen natürlich die Marke ADU weiter ausbauen, regional, überregional. Wir werden im Interesse unserer Kunden unsere Dienstleistungen weiter verfeinern und optimieren. Wir werden aber auch das Thema, was ich Ihnen gesagt hatte, mehr Dienstleistungen favorisieren und auch einfach schauen, wo geht die Reise hin und wo ist Bedarf, da packen wir einfach an und machen. Und das zeichnet uns auch aus, da bin ich sehr optimistisch. Dann werde ich Anfang nächsten Jahres eine ADU-Akademie gründen. Wir haben das Thema demografische Entwicklung, die Alterspyramide, und wir werden immer schwieriger Personal finden für bestimmte Themen, und hier werden wir Vorsorge treffen. Da schimpft sich oft ja das Thema plus 50, also die Berufswiedereinsteiger, die vielleicht schon von anderen Unternehmen letztendlich verrentet worden sind, die aber noch einen hohen Spaßfaktor haben, wieder für Unternehmen aktiv zu werden, die Herausforderungen suchen. Die wollen wir als ADU diesen Menschen bieten. Und ein zweites Thema, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Migranten und auch das Thema Hauptschule. Das Schulsystem wird bei uns sehr stark diskutiert. Ich bin persönlich der Meinung, dass man diesen Menschen eine Perspektive bieten muss. Und man kann das auch nicht pauschalisieren. Ich finde, dieses Schubladendenken zu sagen, jemand, der Hauptschule hat und Migrantenstatus hat, hat hier keine Chance verdient, halte ich für sträflich und komplett falsch. Und da gehen wir jetzt schon lange andere Wege. Und dort hätte ich sehr, sehr tolle Beispiele, wie sich Mitarbeiter sehr stark bei uns im Unternehmen über Fort- und Weiterbildung weiterqualifiziert haben und eine tragende Säule auch des Unternehmens ist. Und da bin ich auch persönlich sehr stolz, und das macht einfach auch schön zu sehen, wie sich Menschen einfach weiterentwickeln. Man muss ihnen nur eine Perspektive und eine Chance bieten. Und da wird sich auch die ADU-Akademie im Schwerpunkt mit beschäftigen. Dann natürlich auch ein deutliches Ziel. Wir sind mit einem sehr anspruchsvollen Geschäftsmodell unterwegs. Wir haben eine sehr, sehr starke Führungsmannschaft, die sich jetzt Ende des Jahres nochmal erweitern wird. Und wir wollen in den nächsten 5 Jahren deutlich über 2000 Mitarbeiter beschäftigen. Das ist auch eine klare Größe. Das sind die 3 Unternehmensziele für die nächste Zeit, was uns weiter anspornt. Eins habe ich noch in privater Geschichte. Ich habe auch meine Mission, nenne ich das schon, dass ich mich persönlich sehr stark mit meiner Frau auch für soziale Projekte engagiere, vor vielen Jahren für die McDonald's Kinderhilfe. Dann haben wir mit der Stadt Paderborn Gewaltprävention an Schulen Projekte gemacht und auch viel Geld investiert und auch gerne. Und das halte ich auch für eine unternehmerische Verpflichtung, sich auch sozialen Themen zu widmen. Und hier geht es darum, bei der Teilmission von uns oder von mir sind sehr, sehr gute Freunde vor anderthalb Jahren in den Missionarsdienst nach Nordthailand, also in die ärmsten Regionen der Welt gezogen. Wir haben jetzt uns oft über Mail ausgetauscht, telefoniert, und ich habe denen zugesichert, und das mache ich sehr gerne, und das ist wirklich für mich eine Herzensangelegenheit, dass ich hier einen Verein in Paderborn gründe und Mitstreiter suche, um dieses Projekt letztendlich zu fördern und zu unterstützen. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Ende. Das war mal ein kurzer Vortrag über die ADU-Philosophie, über meine Gedanken, über Mitarbeiterführung und Begeisterung. Ich wünsche Ihnen heute auf der MAIM noch einen wunderschönen Tag. Viel Erfolg bei Ihrer Umsetzung Ihrer Visionen und Ziele und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank.